Unser Papageiengarten, 8,5 Meter lang, 3 Meter hoch, 2 Meter breit. Hier aus Richtung Westen, hier ist Süden, da ist er 2 Meter breit. Und da haben wir zwei Amazonen drinne. Zwei Pennernsittiche und ein Rotflügelsittich. Und unten auf dem Boden sind dann die Wachteln, chinesische Zwergwachteln. Das ist aus Richtung Nordwest gesehen. Hier vorne der Eingang. Mit einem kleinen Windfang. Ja, und da fliegen sie schon rum. Und von innen gesehen, mit natürlichen Holzstämmen als Kletterhilfe. Hier oben, da ist der eine Pennernsittich. Ja, eine Weide ist hier eingepflanzt, ein paar Blümchen. Das, was die Papageien vertragen, ein bisschen Rasen. Dann gehen wir hier mal durch. Hier ist Richtung Süden auch nochmal schön grüner Rasen. Oben nochmal Äste. Und da sind die Amazonen in dieser kleinen Ecke. Die ist auch nochmal 2 Meter lang, 1 Meter breit. Mit einer Weide. Und einer Badestelle. Aber ist alles noch im Bau. Noch nicht alles perfekt ausgestattet. Hier ein Mirabellenbaum. Frisch. Ich hoffe, der kommt durch und wird nicht komplett weggeknabbert. Ja. Die Äste sind hier festgemacht. Ja, und die ersten 3 Meter der Voliere sind überdacht und der Rest ist dann frei mit Gitter für Regen und sonstiges. Ja, und oben sind noch Nistkästen, da sind sie gerne nachts drinne. Ja, das ist unser Papageiengarten.